Herzlich willkommen in Anis Welt. Am heutigen Tag möchte ich den Dolmen 18a in Werpelow vorstellen. Dazu begleitet mich eine ganz bezaubernde Frau, Heike Tönjes, die uns mit ihrer Harfenmusik verzaubert hat. Die Megalithenstraße in Werpelow führte uns zu den Dolmen 18a, der wunderschön tief in einem künstlich angelegten Wald gelegen ist. Auf dem Weg zum Dolmen kam die schöne keltische Harfe aus Kirsch und Zedernholz auch schon prompt zum Einsatz. Heike entdeckte einen Ort, der sie wie magisch anzog und zum Harfespielen einlud. Warum dieser Ort sie so ansprach, fanden wir zu einem späteren Zeitpunkt heraus. Nun lauscht ihrer ersten gefühlvollen Musik. Herrlich, so ein Einstieg. Nach circa 20 Metern bog der Weg links ab und ein Stückchen weiter kamen wir an eine Anhöhe. Gleich dahinter befand sich der Dolmen 18a. Imposant präsentierte sich uns ein 7 Meter breiter und 22 Meter langer Dolmen.
In der hügeligen Gegend sieht der Dolm wie eingebettet aus, obwohl davon auszugehen ist, dass die Hügel erst sehr viel später entstanden sind. Heike ließ ihrer Intuition freien Lauf und suchte sich den passenden Ort für ihre Harfe und sich aus. Unterdessen erkundete ich den Dolm. Von den 9 Decksteinen sind 6 in die Kammer gefallen. Darunter befindet sich auch ein besonders großer Deckstein mit den Maßen 3,10 m x 1,90 m. 9 gegenüberliegende Tragsteine, auch Jochen genannt, sorgten dafür, dass die sehr großen Decksteine auf ihnen ruhen konnten. Die Aufteilung der bauchigen Grabkammer lässt darauf schließen, dass es sich um 2 Familien handeln könnte, die hier zur letzten Ruhe gebettet wurden. Als Heike ihr Harfenspiel begann, berührte ich die Steine. Es begann sich eine tiefe Entspannung mit dem Harfenspiel in mir auszubreiten. Kommt mit und fühlt euch rein. Mutig geworden, legte ich mich in einen der Kammern hinein. Aus großem Respekt vor diesen sehr alten Grabkammern wagte ich diesen Schritt das erste Mal. Hier der Ausblick aus der Grabkammer. Auf diese Art zu meditieren empfand ich als etwas sehr Besonderes. Die wunderschöne Lage des Dolmens und die Klänge der Harfe machten diese Erfahrung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Da um jeden Dolm ein kleinerer Steinkreis gebildet wurde und dieser bei diesen Dolmen fehlte, machten wir uns auf die Suche nach dem größeren Steinkreis. Circa 30 Meter vom Dolm entfernt wurden wir fündig. Ein paar einzelne Steine konnten wir zwischen leckeren Waldbeeren ausfindig machen. Die Entdeckung, dass Heike sich für ihr erstes Harfenspiel ausgerechnet so einen Stein wählte, faszinierte uns, denn offenbar gehörte dieser Stein zu dem äußeren Steinkreis. Den Dolmen, Steenhus 18a, in den Klöbertannen in Werpelow, möchte ich euch wärmstens empfehlen. Ob ihr die eingeritzten Runen auch entdeckt